Alter, was geht ab, Leute? Team Wabbelt hier. Nico am Start, Tati der Judge am Start, Chong der Theo am Start, live von Chongs Turnier. Da hatte Nico letztens eine interessante Idee, interessantes Thema, worüber wir diskutieren. Du warst zu spät, Mann. Ja, ich war zu spät. Gute alte Zeiten mit Prio. Genau, das hat mich sehr überrascht, als ich zurückgekommen bin zu Yugi. Haben sich die Regeln ein bisschen geändert. Zu meiner Zeit gab es noch Priorität. Also das heißt zum Beispiel, wenn man Black Luster beschworen hat, konnte man das Monster zuerst entfernen und dann wurde Bottomless aktiviert. Und das Monster wurde, dann wurde Black Luster erst später entfernt. Und jetzt ist es so, jetzt kommt Black Luster, spielt man Bottomless, kommt er weg und der Effekt, sag ich mal, verpufft dann. Oder kommt halt nicht zum Tragen. Genau. Und ja, ich sag mal, dadurch sind halt alte Karten, wie zum Beispiel Black Luster und so weiter, spielen halt nicht mehr so viele. Ne? Andererseits, sag ich mal, solche Continuous-Effekte sind auch zu langsam, oder? Und ich sag mal, zu Prio-Zeiten, da war es allerdings auch so, dass es da nicht so viel Counter-Traps gab. Da gab es ja, jetzt gibt es ja Strike, Chaos-Trap und dies und das alles. Früher gab es ja, sag ich mal, Bottomless, Torrential und so weiter. Also war, sag ich mal, Priorität da richtig stark, weil man da nicht sofort negieren konnte. Göttlicher Zorn gab es, aber die hat keiner gespielt schon, vielleicht du in deinem schlechten Deck. Aber eigentlich, sag ich mal, die Fallen waren Bottomless, Torrential, die Hauptfallen. Aber Spielkraft hatte mit Priorität nichts zu tun. Ja. Vielleicht erzählst du uns was über deine Zeit. Zu Zeiten von Priorität. Zu meiner Zeit Priorität. Habe ich richtig, richtig geil. Tango Plant habe ich noch gespielt. Das war echt cool. Weil man mit, wie heißt der nochmal? Einzelfeuerblüte konnte man einfach beschwören. Und einfach gleich den Effekt aktivieren und dann geht der Kampf einfach nichts drauf reagieren. Auch wenn er CT macht, kommt die Prio trotzdem durch. Das war echt geil. Trotzdem, eigentlich fand ich ganz gut, dass die Prio weggemacht wurde, weil es... Das waren... Also wenn man jetzt heutzutage noch Prio hätte, wenn man angefangen hätte, hätte man einfach gewonnen. Weil man einfach alle Effekte machen kann. Und auch als Zweiter. Also als ich wieder angefangen habe, gab es auch noch immer noch Prio. Es war... Zu der Zeit für mich richtig saftig, weil ich Rescue Rabbit gespielt habe, Summon Effekt, nichts konnte den negieren und dann kam Lagia, das war echt geil. Und natürlich, wenn man nicht Rescue Rabbit gespielt hat, dann musste man leiden. Ja, das war schon ein guter Zug von Konami, dass sie das geändert haben mit der Prio, genauso wie auch jetzt, dass man dann mit 5 Karten anfängt, weil es war einfach zu heftig. 6 Karten anfangen plus noch alle Prios. Auch wenn BTH, TT aktiviert wird oder irgendwas, ja, konnte man immer noch die Effekte der Monster aktivieren und die haben meistens immer Plus generiert und dadurch, ja, deswegen waren dann die Aktivierungen immer nutzlos, deswegen hat man auch teilweise dann auch gar keine BTHs mehr gespielt und TT dann auch nicht mehr gespielt, weil es einfach nutzlos war, also rein theoretisch, ich meine, klar, es ist immer noch gut, dann die Monster wegzuhauen, aber trotzdem hat man dann trotzdem noch Plus gemacht. Es war einfach zu heftig und es war einfach guter Zug von Konami, dass sie das einfach halt geändert haben und mittlerweile ist es jetzt schon ein bisschen normalisiert, wenn man sieht, was jetzt für Karten rausgekommen sind, mit krassen Effekten einfach, ja. Wenn es jetzt noch die Prio geben würde, würde das Spiel, glaube ich, komplett zerstören und deswegen war das schon echt gut so. Was man auch sieht, ist, dass zum Beispiel Regeländerungen auch ganz, oder ja, Regeländerungen und Rulings und so, Einzeltexte und so weiter, dass das auch ganz gut für Spiel sein kann, anstatt, sag ich mal, neue Karten rauszubringen und so weiter. Man kann nicht immer, sag ich mal, neue Karten rausbringen, um zu versuchen, dass das Spiel dann, sag ich mal, besser wird. Solche, sag ich mal, Eingriffe können dann auch das Spiel besser gestalten. Also euer Fazit, vermisst ihr Prio oder findet ihr es viel besser ohne Prio? Also ich finde es viel besser ohne Prio, weil man auch so an sich ins Game kommt, einfach die Fallen aktivieren kann und Gegner dann vielleicht entweder dran chainen kann. Aber es gibt ja viele Effekte, man kann einfach an die Fallen auch chainen. Das ist besser so, sonst wären Fallenkarten einfach jetzt richtig nutzlos, dann hätte man gar keine Fallen mehr gespielt. Ich finde es gut so. Hier kann ich mir nur anschließen, die Prio war echt schon heftig. Effekte kommen trotzdem durch, man hat viele Karten nicht gespielt. Die einzigen Karten, die man eventuell noch spielen könnte, wenn die Prio noch da wäre, wären halt Counter-Traps. Und die ganzen normalen Fallen, die würde man gar nicht spielen, weil es einfach nutzlos ist, ja. Deswegen echt gut,
auf jeden Fall sehr gut. Also ich finde es auch besser, aber man muss natürlich auch sagen, das Metagame ist jetzt heutzutage viel schneller. Das kann man mit früher nicht vergleichen. Früher hat man halt, wie gesagt, noch BLS, dies und das gespielt, Torrential, solche Karten spielt man auch gar nicht mehr. Und mit oder ohne Prio, sage ich mal, die Karten würde man wahrscheinlich nicht spielen. Aber im Großen und Ganzen, sage ich mal, so wie die Regeln jetzt sind, ist es ganz gut, finde ich. Genau. Hinterlasst unten in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Vermisst ihr Prio oder nicht? Was habt ihr für Erfahrungen mit Prio? Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und bis dann, leidet nicht. Was geht ab, Leute? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Like das Video, wenn es geil war. Für jeden Kommentar sind wir dankbar. Und wenn ihr es wollt, könnt ihr es auch teilen. Das wäre auch noch, das wäre echt gut, super von euch. Checkt unsere anderen Sponsoren ab. Jeder hat seine speziellen Bereiche. Zum Beispiel einer hat Kartenbereiche und der andere hat einen anderen Bereich. Schaut täglich auf unsere Facebook-Seite und findet ihr täglich neue News, zum Beispiel vielleicht von Terminen von neuen Turnieren oder von neuen Projekten, die wir anstarten. Ansonsten bis dann. Vergiss nicht immer, Yu-Gi-Oh! Serious Business.